Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Annette Jasper und du bist im Podcast Deine Gesundheit machst du selbst. Heute sprechen wir über Misserfolg und Enttäuschung. Relativ häufig wird mir die Frage gestellt, Annette, wie gehst du eigentlich mit Enttäuschung und mit Misserfolg um? Kennst du so etwas auch? Gibt es bei dir auch so etwas? Hast du auch Misserfolg? Es schaut so aus, als wenn dir alles gelingt. Ja, wenn mir diese Frage gestellt wird, dann ahnst du es schon, lächle ich innerlich und auch äußerlich und weiß, ja, nach außen schaut vieles anders aus. Wenn du dran bleibst, erfährst du, wie ich mit Misserfolg und Enttäuschung umgehe, was ich davon halte, ja, und wie das mein Leben verändert. Ich glaube, jedem von uns ist klar, dass es keinen Menschen gibt, der immer nur auf der Sonnenseite des Lebens steht. Aber was sind eigentlich Misserfolg und Enttäuschung? Also alleine dieses Wörtchen Erfolg, das ist ja ein Wort, ich sage jetzt mal, das ist ja neutral. Also das Wort Erfolg ist für mich ein neutrales Wort. Ich weiß, in unserer Gesellschaft wird dieses Wort oder ist dieses Wort sehr positiv behaftet. Aber das Wort Erfolg bedeutet ja einfach nur, dass etwas folgt auf das, was wir getan haben. Das heißt, du hast immer Erfolg. Immer wenn du etwas tust, hast du Erfolg. Das heißt, wenn du in deinem Bett liegen bleibst, nichts tust, nichts machst, ja gut, dann hast du möglicherweise keinen Erfolg, weil dann einfach nichts folgt. Beziehungsweise, auch das ist falsch gesagt, weil das Gesetz der Resonanz besagt ja, und das ist ein Lebensgesetz, das ist egal, ob du das kennst oder nicht, ob du daran glaubst oder nicht, ist es einfach da, wie die Erdanziehung auch. Dieses Gesetz beinhaltet ja auch, gut, wenn du im Bett bleibst und nichts tust, nehmen wir mal an, du lässt dir das Essen kommen und bleibst einfach liegen, dann hat auch das einen Erfolg. Es folgt etwas, und zwar, dass du einfach zunimmst ohne Ende, dass du unbeweglich wirst, dass deine Muskeln schwinden und, ja. Und ja, ganz krass gesagt, wenn du nicht isst und nicht trinkst, ja, dann folgt daraus, dass du verendest, dass du stirbst, klar. Aber in die Richtung wollen wir gar nicht denken, in die Richtung will ich gar nicht sprechen. Es geht ja darum, dir die Frage zu beantworten, wie gehe ich mit Misserfolg und Enttäuschung um? Also bedeutet ja, wenn wir uns dieses Wort Misserfolg anschauen, dass etwas folgt, was mir nicht gefällt, was mir missfällt. Und ja, da halte ich es für ganz, ganz wichtig, für sich einfach mal kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, was habe ich erwartet? Und was ist da rausgekommen? Und weil es ja das Gesetz der Resonanz gibt, kannst du dann auch noch einen Schritt weiter zurückgehen und schauen, okay, was habe ich getan? Was war meine Handlung, um dieses zu erhalten, was gekommen ist? Und ich wollte ja eigentlich was anderes, weil es ist ja ein Misserfolg, erfolgt, ja, und nicht das, was ich wollte. Und wo habe ich mich sozusagen geirrt in meiner Handlung? Oder wo habe ich eine unbewusste Handlung getan, die dann eben zu diesem Erfolg geführt hat, den ich jetzt habe, den ich aber gar nicht wollte und der deswegen für mich ein Misserfolg ist? Ja, das ist schon mal so die erste Analyse. Dann die zweite natürlich immer die Frage, was ist das Gute daran? Ja. Also gerade wenn ich so, ich sag jetzt mal, down bin, einen schlechten Tag, einen schwarzen Tag, einen schlechten Abend, wo ich auch denke, oh nein, nichts geht so, wie ich das will und
nichts funktioniert. Und ja, klar habe ich diese Tage genauso wie du. Und sich dann aber trotzdem zusammenzureißen und zu fragen, ja, was ist das Gute daran, an dem, was jetzt gerade geschehen ist? Ja, egal, ob du jetzt, ich weiß es nicht, einen lieben Menschen verloren hast oder einen Unfall gebaut hast oder dergleichen. Klar, das ist erfolgt, weil irgendetwas vorher, irgendeine Handlung vorher da gewesen ist. Und du kannst es analysieren und du kannst dich auch noch fragen, was ist denn jetzt das Gute daran? Ja, und wie kann ich das dann umswitchen, dass es am Ende doch der Erfolg ist, mit dem ich etwas anfangen kann, den ich mir vorstelle, den ich gerne hätte, den ich haben möchte. Und mit der Zeit wird es auch tatsächlich einfacher. Also mit der Zeit meine ich mit dem Alter, weil der Vorteil des Alters, also bitte, ich fühle mich jetzt nicht alt, ich bin jetzt knapp über 50, aber ich fühle mich nicht alt, so soll das nicht klingen. Aber dennoch macht es natürlich einen Unterschied, ob du 50 bist oder 20 oder 25, ja, weil ab einem gewissen Alter blickst du immer auf einen gewissen Erfahrungswert und einen Erfahrungsschatz zurück. Und du kannst ja diese Erfahrungen ja nur gesammelt haben, wenn du ja etwas getan hast. Ja, also ich erlebe das immer häufiger seit einigen Jahren schon, dass ich zu meinen Kolleginnen, zu den Zahnärztinnen in der Praxis oder auch zu meinen Mitarbeiterinnen, dass ich einfach so den Satz so beginne: Aus Erfahrung kann ich das und das berichten. Das bedeutet zwar nicht, dass nur weil ich das früher so erlebt habe, dass es in Zukunft auch so sein wird. Und nicht jede Erfahrung sagt ja voraus, wie dann die Zukunft sein wird. Nein, das meine ich damit nicht. Aber ich meine damit, dass du eine gewisse Sicherheit in deinem Tun ja bekommst, weil sich Dinge einfach wiederholen. Ja, Dinge wiederholen sich und es gibt nicht so viel Neues im Leben und auf der Welt, sondern auch wenn die Dinge etwas anders ja gekleidet sind, aber es sind doch sehr, sehr ähnliche, wenn nicht gar gleiche Erfahrungen, die dahinter stecken. Und aus dem Grund ist es ein bisschen bequem, dann eben sagen zu können, okay, aus Erfahrung kann ich das und das sagen. Und diese Erfahrung, wie gesagt, kannst du ja nur gesammelt haben, wenn du etwas getan hast. Also ich kann, um ein einfaches Beispiel zu nennen, kann ich natürlich, wenn ich jetzt einen Zahn ziehen möchte in der Praxis, also wirklich ganz ein simples Beispiel, dann weiß ich aus Erfahrung, der Backenzahn oben links, der geht mit dem Hebel und mit dieser Zange so am besten heraus. Das kann ganz individuell für diesen Backenzahn ganz anders sein, aber vermutlich nicht. Und ich komme mit meiner Erfahrung, mit dieser einen bestimmten Zange, mit dem einen bestimmten Hebel, komme ich ganz, ganz weit. Ja, und das kann ich natürlich mit der Zeit auf vieles beziehen. Deswegen ist Misserfolg nichts, was mich runterzieht, zumindest nicht dauerhaft, sondern etwas, was mich ja erdet und was mich reicher macht. Das macht mich einfach wieder reicher an Erfahrung. Ja, ich erfahre wieder etwas mehr und kann das einfach für mich verarbeiten. Und ich darf dir sagen, ich habe unfassbar viele Fehler schon gemacht. Und ich weiß, ich werde noch ganz, ganz viele machen. Und ich weiß auch, ich sollte die Fehler nicht Fehler nennen, sondern Erfahrungen. Ja, aber ich habe sie jetzt in diesem Podcast wirklich so genannt, um dir klarzumachen, ja, das, was wir normalerweise als Fehler bezeichnen, ich habe einen Fehler gemacht, das sollten wir so nicht bezeichnen, sondern wir sollten es als Erfahrung bezeichnen. Ja, und somit sind wir schon gleich etwas sanfter mit uns selbst und können
das dann einfach für uns auswerten, können die Erfahrung einfach für uns auswerten. Ja. Und dann, was ist natürlich der Misserfolg, beziehungsweise nein, den Misserfolg habe ich gerade erläutert, was ist die Enttäuschung? Ja. Enttäuschung ist ja nichts anderes, als dass eine Täuschung quasi aufgedeckt wurde. Also manchmal passiert es uns ja, dass ein Mensch uns enttäuscht. Und ich finde es sehr, sehr hart, wenn wir uns herausnehmen. Also ich finde, das dürfen wir uns eigentlich oder sollten wir uns nicht herausnehmen, zu jemandem zu sagen, du hast mich enttäuscht. Ja, denn die andere Person kann ja nichts dafür, was du dir sozusagen für die Person ausgedacht hast, was du dir überlegt hast, was du dir für ein Bild gemacht hast. Ja, denn wir machen uns ja alle ganz bestimmte, ganz gewisse Bilder zu den Dingen, die so für uns existieren und natürlich über die Menschen. Und wir wissen aber nie ganz genau, wie dieser Mensch ist. Manchmal weiß er das ja selbst gar nicht, ja. Aber dennoch machen wir uns ja ein ganz bestimmtes Bild. Aber für dieses Bild kann doch dieser Mensch nichts. Ja, und dann zu sagen, oh, du hast mich enttäuscht und das dann auch wirklich mit so einer gewichtigen Stimme, so, oh, also du hast was Böses getan, du hast was Schlechtes getan, weil du hast mich enttäuscht. Das halte ich für nicht in Ordnung. Das, so ein Wort geht mir nicht über die Lippen. Das, oder so ein Satz geht mir nicht über die Lippen, weil ich weiß, dass ich mir ein bestimmtes Bild gemacht habe und dass mein Bild daneben lag, dass mein Bild einfach nicht richtig war oder halt nur ein kleiner Aspekt von diesem Menschen war oder von einer Situation und es noch ganz, ganz viele andere Aspekte und Facetten gibt, die ich überhaupt gar nicht in Betracht gezogen habe. Ja, und aus dem Grunde, ja, eine Enttäuschung ist quasi einfach nur eine Enthüllung. Und ja, das sind die Gründe, warum Misserfolg und Enttäuschung mir keine Angst machen können und keinen Schrecken verbreiten können. So, jetzt kennst du meine persönliche Meinung und meinen Umgang mit Erfolg und Misserfolg und weißt, dass Erfolg und Misserfolg bzw. Misserfolg und Enttäuschung für mich Wachstumsmöglichkeiten sind. Einfach Möglichkeiten der Weiterentwicklung und des Wachstums. Aber natürlich habe ich auch Tage, an denen mag ich einfach nicht weiter wachsen. Ja, natürlich habe ich auch Tage, wo ich ganz bewusst sage, nein, also es reicht mir jetzt erst einmal, ich brauche jetzt einfach eine Pause und dann ziehe ich mich auch zurück, dann mache ich einfach alles aus, alle Gerätschaften und habe einfach einen ruhigen Abend oder einen ruhigen Tag und ja, ein Tag dauert es in der Regel gar nicht, sondern wirklich nur einige Stunden, einen Abend. Und am nächsten Tag habe ich dann schon so viel Abstand dazu gewonnen, dass ich weiß, okay, was ist jetzt mein Learning aus dieser Situation? Was kann ich daraus nehmen? Und ja, natürlich dauert es manchmal Tage und Wochen und manchmal sogar Monate, bis ich das Learning wirklich sehe. Deswegen die Frage, was ist das Gute jetzt an dieser Situation? Diese Antwort auf die Frage bekommen wir nicht gleich. Ja, diese Antwort lässt manchmal auf sich warten. Aber wenn du dir diese Frage immer wieder stellst, dann bekommst du auch irgendwann die Antwort. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du eine Rezension dalässt. Ich freue mich, wenn du die Folge mit lieben Menschen teilst, mit Menschen, die dir wichtig sind, mit Menschen, wo du sagst, Mensch, die sollen nicht
enttäuscht sein, die sollen nicht an ihren Misserfolgen knabbern und traurig sein und dergleichen und frustriert sein. Die sollen wissen, das geht einfach weiter, weil es geht einfach immer weiter. Und vielleicht kennst du so einen Menschen, der gerade jetzt ein bisschen Zuspruch braucht und der sich jetzt über diese Folge freut. Dann machst du zumindest uns beide glücklich, den Menschen und mich auch, weil du die Folge weiterträgst. Ich wünsche dir also, wie gesagt, einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du die Folge jetzt angehört hast. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao.